Ford lebt aber auch wieder, ey. Da ist einmal sind die beiden Chefs wieder online, Junge. Keiner online. Die haben alle Angst, merkst du das? Die sind gerade alle offline gegangen. Eaton offline gegangen, Matteo offline gegangen. Salzwerk hat aber direkt deinstalliert, Junge. Der hat direkt den Rechner weggeschmissen. Was haben wir für ein Kommando? Spion. Danke. Du hast gefragt, was soll ich dir sagen? Ja, nee, ich finde es das gut, dass du immer die richtigen Ne? Antworten Ne? auf die richtigen Moment. Auf die richtigen Irgendwas. Fragen. Ich habe voll was falsch gemacht. Ja auch. Junge, oh, mein Kopf ist so am Hängen, Junge. Ach du Scheiße. Zwar nicht so wie Embus Kopf nach 4 Jägermeister, aber schon heftig. Aber der ist erstaunlich schnell wieder fit. Stimmt. Also ich hätte das nicht so weggesteckt wie der. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ah, der ist jung. Der ist da. Mehr Aber das ist er zeugt nicht. doch normalerweise von einem Gewöhnungseffekt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, weil das war ja unmenschlich. Du warst da gar nicht mehr mit, als er die Flasche geäxt hat. Das war geisteskrank. Ja, der war ja vorher schon absolut, also wirklich geisteskrank drüber quasi. Und dann haut er das Ding noch weg. Das ist ja. Also ich will nicht sagen, Freunde, aber bei den Goldschwimmern, also generell bei der Gold-Community, da wird ja noch verantwortungsvoll genossen, ne? Aber bei Fortified, Junge, da wird sich Ganz ja anders Thema, ne? asozial reingeschüttet. Aber die haben das auch nötig bei ihrem Gameplay. Er macht da irgendwie Upgrade-Action, das gehört. Ja, das ist eine Mine. Oh, Junge, die sind kacke. Ist Ernsthaft? egal. Ja, ich Nein. habe eh angefangen, Schwachsinn zu bauen, deswegen ist Ja, das nur nicht weil schlimm. du kurz Windräder nach unten baust, ist man ja noch lange nicht Kacke. Kappa. Wir können versuchen, die wegzu. Ah, es ist jetzt zu spät, scheiße. Sonst hätte ich gesagt, wir können versuchen, die mit Mörsern zu holen, nach Stalaktiten. Ich hole die mit Rockets. Ja, damit werden Das die gar muss. nicht klarkommen, glaube ich, tatsächlich. Ich glaube auch. Die kann man so schon nicht klar mit der normalen Basis irgendwie. Na, der eine. Doch, der baut was, lol. Ich hatte einfach das abgehauen. Dann never mind. Junge, das ist so der absolute. Oder baut der Swarms? Das wäre richtig krank. Nee, macht er nicht. Weil er einfach die Minen upgradet, bevor der die ausgebaut, also bevor der Power ausgebaut hat. Digga, ich habe keine Ahnung, was die machen. Das ist für mich nur verwirrend. Der upgradet mehr Sachen, als er überhaupt placen kann. Wie geht das? Wir haben jetzt schon 17 Mal diesen Sound gehört bei ihm. Ich habe auch dreimal geupgradet. Das ist Falls mächtig. das Falls das hilft. ursächlich hätte sein können. Ich bin echt langsam in dem, was ich tue, aber ich bin gut in dem, was ich tue. Da hat es ja komplett gekracht in Buxtehude, Junge. Okay, die haben auf jeden Fall seinen Gunner. Ein! Da musst du aufpassen. Ne, der untere hat auch einen. Da musst du erst recht aufpassen. Dann nimm dir die Butter vom Brot, ne? Und wie war das noch? Wenn du dir die Butter vom Brot nehmen lässt, dann hast du Was irgendwann irgendwann nicht mal nicht mehr jemand das mehr Brot, das Junge. Brot. Ist eine wahre Aussage. Das ist die so weise, Junge, ne? Keiner könnte die besser treffen als Bernd Stromberg. Scheiße. Bernd Hartwig Stromberg. Ich baue da nicht mal Türen vor, die Mühe mache ich mir nicht. Ja, ist fair, glaube ich. Wie kann das nicht reichen? Ich raste schon wieder aus, egal.
Der hat Fake-Minen da rein platziert. Ja, weil der einfach smart ist, okay. Junge, der spielt 4D-Schach, während alle anderen 3D spielen. Wir denken einfach, der spielt Schach, Junge. Ah, keine Ahnung. Denkst du, spielst Schach? Du spielst gar nicht. Du spielst Schach gegen dich selbst. Das war auch wirklich, das war die weiseste Aussage seit. Weiß ich nicht, ey. Das war sonst so eine richtig weise Aussage. Ich hab nicht geguckt, nehmen Sie ruhig eine Haarprobe. Die war auch sehr weise, die Aussage. Die Christoph Daum Gedenkaussage, Junge. Das war so eine Trust Me Bro Aussage. In der Hoffnung, dass er nicht nachguckt. Gut, damit hätten die Goldswimmer mal wieder bewiesen, dass sie mit Abstand die effektivsten sind in Forstdeutschland. Immer wieder bewiesen, dass es auf die Länge auch ankommt. Das stimmt. Das lasst euch doch nichts anderes erzählen, meine Freunde. Das beweise ich jeden Tag, du. Und weg. Und in diesem Sinne, meine Freunde, lasst doch gerne ein paar liebe Worte für den Goldjungen da. Und ja, bis in einem halben Jahr. Ciao, ciao. Wunderschönes Ende.